Mein Name ist Annette Hülsmann. Ich bin Mitarbeiterin im St. Maria Elisabeth Haus in Bad Lahr. Ich arbeite in der Holzwerkstatt der Tagesförderstätte. Ich bin Diakon Michael Lukas Nülle und hier in der Pfarreiengemeinschaft tätig, Hauptschwerpunkt in der Altenarbeit. Als Ehrenamtskoordinatorin arbeite ich seit vielen Jahren mit der Kirchengemeinde St. Maria Geburt zusammen. In der Corona-Zeit hat sich die neue Idee ergeben, Geschenke für Senioren, die Geburtstag haben, die hochbetagt sind, zu basteln. Es sind kleine Herzen, die wir bearbeiten, die wir anmalen, die wir aussägen. Und diese Herzen sind uns übergeben worden vom Maria-Elisabeth-Haus, die sie in großer Mühe erstellt haben. Unsere Senioren erfreuen sich sehr daran, diese Geschenke zu bekommen. Diese Tätigkeiten begeistern ein Team unserer Kirchengemeinde, die diese Geschenke zu den Menschen nach Hause und in die Heime bringen. In dem Miteinander, in der Kooperation erfahren unsere Beschäftigten viel Anerkennung, Respekt und Wertschätzung. Wir haben schon sehr viele Projekte miteinander gemacht. Da ist das Tandem, da geht es darum, dass Ehrenamtliche aus der Kirchengemeinde Bewohnerinnen und Bewohner hier aus dem Haus mit in die Kirche nehmen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Auch die Kirchengemeinde feiert hier in dem Haus Gottesdienste. Die Integration findet also schon seit vielen Jahrzehnten hier Caritas und Kirchengemeinde statt. Musik.